Bei den Lichtgeistern ist heute Nacht aber ganz schön was los. Sie scheinen sich über irgendwas zu freuen. Ganz weit oben im Norden, wo Schneeflocken wehen, da ist vor Jahren ein Märchen geschehen. Mitten im Winter war, als es weihnachtlich still war und kalt. Was hältst du von Rudolf? Rudolf? Ja, das ist ein schöner Name. Er findet ihn auch schön. Blitzen! Sieh doch! Komm zu Papa, Rudolf. Na komm. Trau dich nur, Rudolf. Geh zu deinem Papa. Gesundheit. Ganz weit oben im Norden, wo Schneeflocken wehen, da ist vor Jahren ein Märchen geschehen. Mitten im Winterwald, als es weihnachtlich still war und kalt. Rudolf, das kleine Rentier, mit der roten Nase dran, das war ein wenig anders, als die anderen Tiere waren. Und alle Leute lachten, Rudolf sagt, wie siehst du aus mit dieser Glimmernase? Bleibst du lieber gleich zu Haus? Aber Santa Claus, der sprach, Rudolf, zieh mit mir. Oh, knipst die rote Nase an, dann wird mein Schlitten sicher fahren. Und alle Tiere riefen, hey, Rudolf, du bist unser Held. Und deine rote Nase ist die beste auf der Welt. Und deine rote Nase ist die allerbeste auf der ganzen Welt. Thank you.
sind Venus, Naturlicht und Leuchten in dunkler Nacht. Ich bin Aurora, ich sparkle, ich glitter, ich twinkle. Hier wohnen wir, Rudolf, im Dorf, in dem der Weihnachtsmann zu Hause ist. Nennt man Schnee. Schnee? Ja, richtig, Schnee. Schnee! 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 Mitzi, er macht es schon wieder. Und was ist so Schlimmes daran? Nasen sind nicht dazu geschaffen, um zu leuchten. Sagt wer? Hey, Blitzen, hast du mal kurz Zeit? Oh, nein, nicht jetzt. Wie geht's denn, Kumpel? Hallo, Jungs. Und, wo ist euer Baby? Schämst du dich etwa für deinen Sohn? Komm, zeig dich, Rudolf. Ah. Rudolf, hier sind deine Onkel. Komme, Cupid Tag. Und Dasher. Schnee! Butzi, Butzi, Schnauzi. Hey, du bist mir ja vielleicht einer. Hoho, ganz wie dein Vater. Das ist wohl lieber. Seht euch das an. Ach, macht euch keine Sorgen, es ist nur eine Allergie. Bringen wir ihn nach Hause. Der nächste Bock, der was über die Nase meines sonderbaren Sohnes sagt, wird mein Geweih zu spüren bekommen. Er ist wunderbar, nicht sonderbar. Er ist vollkommen, so wie er ist. Ja, du hast recht. Schau an den kleinen Kerl. Ist er nicht ein Süßer? Ein Hirsch, wie er im Buche steht. Das ist unser Rudi. Er ist ein strammes Rentier. Und ich sag es gern dir. Den Charme hat er von dir. Doch das Lächeln kommt von dir. Er ist bald alt genug für Rentierspielereien. Und eines Tages wird er Santas Schlittenführer sein. Und komm! Was ist mit, was ist mit, was ist mit der roten Nase? Sie hat einen kleinen Schein. Sie glänzt wie ein roter Stein. Was mit, was mit, was mit der roten Nase? Schau an den kleinen Kerl, wie süß er uns anlacht. So knuddelig und schnuckelig, er ist eine wahre Pracht. Ich sag's jetzt allen Tieren hier, er ist ein tolles Rentier. Ihr könnt sagen, was ihr denkt, ihr ist uns von Gott geschenkt. Unser Sohn ist so vergnüglich, doch etwas, das betrübt mich. Die Schüler machen Spaß über Rudolfs rote Nase. Vielleicht sind sie klüger und sehen einfach drüber. Er ist ein ganzer Mann und gleich geht die Lampe an. Legt ne Decke drüber oder gebt ihm ein Schirmchen. Verzeiht uns aber, Rudis Nase scheint wie ein Glühwürmchen. Ja, noch ein Kind. Was los, was passiert, wenn Rudolf wächst? Braucht er dann einen Dimmer für seinen Nasenschimmer? Was mit, der superhellen, purpurroten Nase? Ja, was nur? Ja, was nur? Ja, was nur? Ja, was nur? Gut jetzt, hört auf, die Show ist zu Ende. Oh, hallo Boone.
Hallo, Dorkel. Sind vielleicht ein paar Briefe für den Weihnachtsmann gekommen? Wollen wir nachsehen. Ja. Gut. Du... Jetzt keinen Fehler machen, werden wir sicher befördert. Ratzfatz, das sage ich dir. Meinst du, dass wir dann vielleicht nicht mehr die Post holen müssen? Das wäre dann eine Nummer zu klein für so super Zwerge wie uns. Wir würden bestimmt in die Fabrikhalle versetzt werden. Und da geht dann die Post so richtig ab. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe jedes Mal einen Wahnsinnswammel, wenn wir über Staumellers Brücke fahren. Ich auch. Langsamer, Boon, du fährst zu schnell. Irgendwas stimmt nicht. Oh nein! Guck mal, und das ausgerechnet im Garten von Stormella. Wir sollten vielleicht einen Zettel hier lassen. Du hast sie ja wohl nicht alle. Dann weißt du doch sofort, dass wir das waren. Ja, aber meine Mütze ist weg. Das ist doch jetzt völlig egal. Nichts wie weg von hier. Rudolf, das hier ist die Spielzeugfabrik vom Weihnachtsmann. Die Weihnachtsstadt, die Weihnachtsstadt, wir packen alles ein. Wir machen unser Spielzeug hier, damit sich Kinder freuen. Wir Zwerge aus der Weihnachtsstadt, wir füllen den Schlitten voll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Klopf, 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 der Hammer. Glocken klingen hell, wir machen die Geschenke und basteln blitzeschnell. Ein süßes Sprechenpüppchen, ein Marionettenkind. Das Pferdchen hier kann tanzen, die Musicbox, die singt. Oh, die Weihnachtsstadt, die Weihnachtsstadt, wir packen alles ein. Wir machen unser Spielzeug hier, damit sich Kinder freuen. Wir Zwerge aus der Weihnachtsstadt, wir füllen den Schlitten voll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Lecker sind die Bonbons, die Eisenbahn, sie zieht. Wir Zwerge basteln alles, was fährt und schwimmt und fliegt. Wir haben alle Listen und kennen jedes Kind. Und sind total zufrieden, wenn alle glücklich sind. Oh, die Weihnachtsstadt, die Weihnachtsstadt, wir packen alles ein. Wir machen unser Spielzeug hier, damit sich Kinder freuen. Wir Zwerge aus der Weihnachtsstadt, wir füllen den Schlitten voll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Weil jedes Kind zu Weihnachten ein Spielzeug haben soll. Okay. Einer von euch sitzt tief in der Eistinte. Ganz ruhig, ihr lieben kleinen Wölfchen. Wer von euch warmblütigen Quietschpiepsern hat meinen Eisgarten zerstört? Na? Wunderbar gezielt, Hoheit. Ich will den Namen. Machst du es? Nein, 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 königliche Königlichkeit. Lass den Schwert los. Stormella, was ist denn in dich gefahren? Deine Zwerge haben meinen schönen Eisgarten verwüstet. Das werden sie mir büßen. Woher weißt du, dass unsere Zwerge dafür verantwortlich sind? Ganz einfach. Weil ich das hier am Ort des Verbrechens gefunden habe. Reicht das?
Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Kommt mal alle bitte her. Ihr braucht keine Angst zu haben. Also, ich möchte wissen, wem diese Mütze hier gehört. Bitte seid ehrlich. Bitte lass nicht zu, dass sie uns erwischt, Boss. Wir sind viel zu jung zum Sterben. Es war ein Unfall, Chef. Ehrlich. Ein Unfall, aha. Oh ja, ja, ja. Ich zeig euch mal einen Unfall. Geht zur Seite, Opa. Ich werde diese Übeltäter mit auf mein Eisschloss nehmen. Du wirst sie nirgendwohin mitnehmen. Was denn? Du wagst es mir zu widersprechen. Du wirst sie herausgeben, oder ich? Ich werde meine Eisbrücke für die Öffentlichkeit sperren. Die Eisbrücke sperren. Aber Stormella, deine Brücke ist der einzige Weg über den großen Graben. Willst du uns von der Außenwelt abschneiden? Überlass sie mir. Nein, das kann ich nicht. Dann ist meine Eisbrücke ab sofort gesperrt. Und wenn irgendjemand aus eurem Dorf es wagt, sie zu überqueren, werde ich den Nordpol unter einem höllischen Sturm begraben. Ich werde es hageln lassen. Ich werde Eisregen und Schnee auf euch fallen lassen und der Wind wird so eiskalt sein, dass es dich aus deinen Thermosocken heben wird, Baby. Tu, was du nicht lassen kannst. Auf Wiedersehen, Stormella. Glaubst du immer noch, dass wir befördert werden? Ach, hör auf! Ach, Ridley, 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 jetzt heißt's warten. Warten? Worauf, Madam? Aber das ist doch klar. Früher oder später wird der Tag kommen, an dem irgendjemand über meine Brücke geht. Und an diesem Tag, wuhu, werde ich einen Sturm vom Zaun brechen, der den Weihnachtsmann für immer außer Gefecht setzt, mein Lieber. Das wird ein Freudentag, Santa Claus. Worüber lachst du denn? Fahr mal den Schnabel, Pinguin. Ein Jahr geht vorüber und jedes Reh muss auch Rudolf, so wie alle Kinder, in die Schule gehen. Guten Morgen, Jährlinge. Guten Morgen, Mrs. Prancer. Sehen wir mal, was ihr über die Geschichte der Rentiere gelernt habt. Wer sagt mir, wie der Weihnachtsmann die Flieger für seine Mannschaft auswählt? Zoe? Einmal im Jahr werden Juniorenrentierspiele durchgeführt. Dort hat jedes Rentier die Chance, vor dem Weihnachtsmann zu glänzen. Und wer Santa bei den Spielen wirklich beeindruckt hat, den bittet er vielleicht eines Tages, Flieger zu werden. Alle Flieger tragen die begehrte Tapferkeitsmedaille. Das weiß ja bestimmt jeder von euch. Aber wer kann mir sagen, wofür die Tapferkeitsmedaille verliehen wird? Für Mut, Charakterstärke und für ein gutes Herz. Richtig, Rudolf. Aber das nächste Mal hebst du bitte deinen Ruf. Cupid, mein Papa hat gesagt, ich wäre der geborene Flieger, ganz genau wie er. Ich hatte dich nicht aufgerufen, Arrow. Ich werde bestimmt Flieger. Ich auch. Genau wie ich. Nicht mit so einer Nase. Ruhe, seid ruhig. Hey, Rudilein, ich würde es lieber beim Zirkus versuchen. Unser rotnasiges Rudi Rallerlein will Flieger werden. Wo willst du hin? Komm sofort zurück. Armer Rudolf. Rudolf! Wieso kann ich nicht wie alle anderen sein? Wieso kann ich nicht wie alle anderen eine normale Nase haben? Nee.
So, jetzt kann sie keiner mehr sehen. Hier bleibe ich jetzt mein ganzes Leben lang stehen. Hirschi! Guten Tag, Kleiner. Guten Tag, Sir. Hast du was verloren? Nein, Sir. Du bist sicher Rudolf. Woher wissen Sie das? Du siehst aus, als ob du frierst. So, mir ist zu Ohren gekommen, dass du Flieger werden willst, so wie dein Papa. Sie würden mich ja gar nicht nehmen, Sir. Nicht mit dieser Nase. Aber ich finde deine Nase großartig. Aber alle lachen mich aus. Sie geben mir Spitznamen. Das tut weh, Sir. Äußerlich sind wir alle verschieden, mein Sohn. Aber was zählt, Kleiner? Was wirklich zählt, ist das, was wir in unseren Herzen tragen. Und soweit ich das beurteilen kann, gibt es kein Herz, das größer ist als deines. Eins darfst du nie vergessen. Jeder, der hier in meinem Dorf lebt, jedes Rentier, jeder Zwerg, ist Teil meiner Familie. Nun hör gut zu und ich geb dir Mut mit Hoffnung und Harmonie. Ein wichtiger Mann hier in Santas großem Haus. Jeder Mann hat sein Plätzchen hier und auf jeden pass ich auf. Nun guck nicht so klamm, mein kleiner Rentiermann, immer geradeaus. Auch du bist hier zu Haus. Auch du bist hier zu Haus. Ja, hier bei Santa Claus. Es braucht mehr als Muskeln zum Schlitten ziehen. Du musst auch verstehen, den richtigen Weg zu gehen. Wenn du hart an dir arbeitest, dann kommt die Zeit. Und du bist so weit, wenn der Schlitten steigt. Du ziehst ihn zu den Sternen hoch und ich weiß, du wirst es lernen, wenn du es nur wirklich tust. Jeder Mann ist ein wichtiger Mann hier in Santas großem Haus. Merkst dir, Rudolf, jeder Mann hat sein Plätzchen hier und auf jeden pass ich auf. Es gibt kein Geheimnis, solange du stark bist, dein Herz zeigt dir den Weg. Ich werd bei dir sein. Du bist nie allein, denn bei mir bist du zu Haus. Sei du nur du selbst. Ja, hier bei Santa Claus. Na, dann wollen wir mal. Wir sehen uns dann beim Schlittenstart am heiligen Abend. Sie können sich auf mich verlassen, Sir.